Yo guys, I'm very excited to tell you some facts. Was geht ab YouTube? Mein Name ist Ranuri, ich hoffe ich bin scharf und willkommen zum, also scharf nicht, also das Bild. Also, und ich erzähle euch heute ein paar Nike-Fakten. Ich habe ja gesagt, es wird um ein paar Marken gehen und da Nike eine meiner favorisierten Marken ist, fange ich damit gleich an. Wir werden es so machen, wir werden 11 Fakten immer machen. 11, warum 11? Weil 10 zu Mainstream ist und wir legen gleich mal los. Das Logo, also diese Haken, die da, denke ich mal, wird das vor Augen haben, steht für einen Flügel der Siegesgöttin Nike. Der Druck von Nike Airs beträgt 1,7 Bar. Das ist etwa vergleichbar mit dem Druck in einem Autoreifen. Gary Gilmore war ein hingerichteter Mörder in den USA. Und seine letzten Worte waren, just do it. Und ich denke mal, jeder weiß den Slogan von Nike. Daher kommt der Slogan, just do it, von einem Mörder und deren letzten Worte. Caroline Davidson, eine Grafikdesign-Studentin, entwarf damals 1971 für sage und schreibe $35 das Logo. Sie wurde aber später noch anderweitig belohnt, ich glaube mit einem Ring mit dem Logo drauf, also vom Nike-Gründer mit einem Ring und mit noch ein bisschen Geld. Also es blieb nicht bei den $35. Das wäre auch ziemlich ärgerlich gewesen. 1987 gab es den ersten Werbespot von Nike und er war auch der erste Spot, der Musik von den Beatles beinhaltet, nämlich den Song Revolution. Wenn es neue Air Jordans gab, wurden sie immer samstags released. Somit wollte Nike verhindern, damit Schüler extra deswegen die Schule schwänzen. Das Luftkissen wurde von Otto Bayer in Leverkusen, also einem Deutschen, erfunden. Und ich muss das mal eben ablesen. Polyurethan nennt sich das. Aber der Typ hat nicht bei Bayer gearbeitet und ist nicht mit dem Gründer von Bayer, der Firma, die wir alle kennen, Friedrich Bayer, verwandt. Nike dachte, dass sie mit den ersten Air Jordans $3 Millionen in den ersten 3 Jahren erwirtschaften werden. Es kam aber ein bisschen anders, nämlich haben sie bereits im ersten Jahr $130 Millionen damit eingenommen. Das Logo heißt Swoosh und soll so viel bedeuten wie durch die Luft fliegen. Die Luft in Nike Airs ist gar keine Luft, sondern Stickstoff. Der erste Store von Nike wurde 1967 in Santa Monica, Kalifornien eröffnet. So Freunde, das war's mit den Nike-Fakten. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, über was ich noch so Fakten drehen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag wieder.